Ich habe unzählige Stunden auf Elm Creek verbracht. Ich arbeite als Senior Level Designer bei Giants und bin für das visuelle und strukturelle Erscheinungsbild der US-Karte verantwortlich. Wir haben viele Spezialisten für 3D-Modeling, für Texturing, für Effekte, Sound und so weiter und so fort. Von den Game Designern und den Programmierern ganz abgesehen, die die Vision der Karte dann im Computer zum Laufen bringen. Eine Karte für den FS zu erstellen, das ist Teamwork. Das macht niemand allein. Wie Martin erwähnt hat, ist Elm Creek vom Mittleren Westen inspiriert, der USA. Und wir haben da eine sehr tiefe Recherche gemacht. Im Allgemeinen hat der Mittlere Westen eine völlig flache Landschaft. Es war also schwierig, genau eine geeignete Region für 2x2 Kilometer zu finden. Nur ein flaches Rechteck bereitzustellen, das würde nicht ausreichen. Wir mussten uns erstmal in die gesamte Region hineindenken. Wir fanden auch hügelige Gegenden, Flussbereiche, Bachläufe, sogar tiefe Kerben, die die Landschaft durchzogen. Letztendlich haben wir eine Kombination aus all diesen Geländeformationen erstellt und das mit der authentisch flachen Landschaft kombiniert. Der offensichtlichste Unterschied zu der Karte von FS19, das ist, dass wir eine flache Landschaft haben und dass wir keine Küstenlinie haben wie in FS19. Aber wir haben eine verborgene Schlucht mit einer Höhle. In diesem veränderten Kontext haben wir also auch Felsenkanten, die wir in die Landschaft nahtlos einbetten. In den flachen Bereichen arbeiten wir auch mit leichten Höhenunterschieden, gefolgt von Senken. So können wir eine Eisenbahnlinie, die sich scheinbar flach und schnurgerade durch das Land zieht, mit Unterführungen, mit dem Fahrzeug unterfahren, als auch auf einer Eisenbahnbrücke überfahren. Wir haben generell viele Brücken. Das kommt durch die Flüsse und Bachläufe, die sich durch die gesamte Karte ziehen. Allerdings sind diese Flüsse nicht sehr tief und lassen sich auch einfach mit einem Fahrzeug durchqueren. Wir wollen den Spieler nicht in seiner Bewegungsfreiheit einschränken. Dies gibt uns die Möglichkeit, der Karte die notwendige visuelle Dynamik hinzuzufügen, die durch ihre ständige Variation eine subtile Spannung und Anziehungskraft bekommen soll, anstatt dass auf 2x2 Kilometer langer, ebener Fläche schnell das Interesse des Spielers verloren geht. Der Fokus von Elm Creek liegt auf den weiten Bereichen von Ackerland. Diesmal gibt es keine richtige Stadt. Es sind eigentlich eher außerhalb die Ränder einer Stadt, die wir darstellen. Wir sehen auch eine Tankstelle, verschiedene kleine Firmen, Wohngebiete, auch ein Bowlingcenter und ein Baseballstadion sind dabei. Wie ich ja bereits erwähnt habe, ist der Mittlere Westen meist flach, eben auch ein großer Teil unserer Karte. Und das stellt uns vor die Herausforderung, dass wir mit einer sehr hohen Sichttiefe umgehen müssen. Wir müssen darauf achten, dass die Gebäude, die in der Distanz sind, gut ausblendbar sind. Dass wir die Anzahl der Objekte auf ein Mindestmaß reduzieren, um euch eine gute Framerate garantieren zu können. Und damit ihr auch problemlos und einfach spielen könnt. Viele unserer Gebäude sind über eine große Entfernung sichtbar. Von daher können wir sie nicht einfach wegblenden. In der mittleren Distanz haben wir die gleiche Schwierigkeit mit allen Objekten und Requisiten, die eben eine längere Distanzsichtbarkeit benötigen. Das erhöht die Anzahl der sichtbaren Objekte generell auf eine enorme Anzahl. Wir versuchen, die Sichtlinien mit Bäumen zu brechen, um eine frühere Clipping-Distanz für ein Gebäude einzusetzen, also das unmerkliche Ausblenden von Objekten zu garantieren. Um die visuelle Menge zu reduzieren, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Wenn man einfach nur Bäume in die Mitte stellt oder Bäume dazu benutzt, um Verdeckungen zu erzeugen, dann erhöht man automatisch die Anzahl der transparenten Flächen. Denn die Äste und Blätter der Bäume werden durch sogenannte Alpha-Planes erzeugt. Das heißt, sie sind nicht ausmodelliert in 3D, sondern nur zweidimensionale Zeichnungen. Diese sind aber transparent. Und das bedeutet eine hohe Renderzeit für diese Objekte. Dazu haben diese Bäume auch nicht wenig Polygone. Wir wollen ja auch anständige, schöne Vegetation euch präsentieren. Das ist eben die gestalterische Herausforderung. Man möchte wundervolle Grafik präsentieren, aber auf der anderen Seite muss sie lauffähig sein. Zu jeder Lösung gibt es ein technisches Hilfsmittel. Und jedes Hilfsmittel hat seine Nebenwirkungen. Die Kunst ist es nun, das richtige Heilmittel anzuwenden und die Nebenwirkungen so auszubalancieren, dass wir eine stabile Framerate bekommen. In diesem Punkt leisten unsere Programmierer und Technical Artists eine fantastische Arbeit und garantieren, dass ihr einen tollen Spaß auf der Karte habt und dass nichts ruckelt. Im Gegensatz zum Farm-Layout von FS19
haben wir uns nun entschieden, die Spielerfarm in die Mitte der Karte zu setzen, damit der Spieler sich nach allen Seiten ausbreiten kann und eigentlich alle Möglichkeiten hat, sein individuelles Farmspiel zu gestalten. Dazu haben wir die Anzahl der zusätzlichen Dekorationsgebäude im Farmbereich reduziert und haben beschlossen, die Gebäude offen und begehbar zu gestalten. So habt ihr auf der einen Seite mehr Platz für eure eigenen Gebäude, als auch, dass ihr nicht unnötige Gebäude habt, die ihr überhaupt nicht nutzen könnt. So hat jetzt zum Beispiel die Garage und die Scheune ein Interieur auf mehreren Ebenen. Ihr könnt nun die Gebäude auch befahren und eure Fahrzeuge dort unterbringen. Die Scheune kann auch als Lagerraum dienen, zum Beispiel für Big Packs genutzt werden. So passt auch der Gabelstapler und andere Kleinfahrzeuge durch die meisten kleinen Türen. Sicher, die Felder wirken am Anfang sehr klein. Aber ihr müsst bedenken, dass ihr am Anfang nicht sehr viel Geld habt. Und ein großes Feld kostet viel Geld. Insgesamt gibt es 81 vordefinierte Felder auf Elm Creek. Mehr als wir jemals zuvor hatten. Wir haben aber zusätzlich immer noch die großen Felder auch, die die typische Landschaft in den USA charakterisieren. Vor allem für das spätere Endspiel für erfahrene Spieler werden diese Felder genutzt. Setzt natürlich voraus, ihr habt die entsprechenden Fahrzeuge gekauft und könnt sie euch leisten. Und vergesst nicht, es ist auch möglich, Felder miteinander zu kombinieren und zusammenzulegen. Und so könnt ihr aus kleineren Feldern größere Felder machen. Also, ihr vergebt euch gar nichts, wenn ihr zum Anfang die kleineren Felder kauft, langsam wächst und dann zu großen Feldern zusammenschließt. Wenn ihr euch die Karte anseht, werdet ihr feststellen, dass sehr viele verschiedene Feldformen existieren. Manche Felder sind nur abgerundet, andere haben komplett andere Formen, als dass sie nur ein Rectangle wären. Dies soll eine authentische Ausrichtung auf die Infrastruktur und eine glaubwürdige Einbettung ermöglichen. Zum Beispiel in der Alpenkarte. Dort bieten wir viele Flächen mit vollständigen organischen Formen an. Der Spieler muss sich selbst entdecken, da sie nicht vordefiniert sind und keine Nummer auf der Minimap haben. Die Tutorialfelder am Anfang sind rechtwinklig, so dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, Zeit zu sparen und mit einem bequemen Start ins Spiel zu starten. Wenn ihr euch entscheidet, mehr Zeit für das Spiel zu investieren, steigt auch die Herausforderung. Ihr müsst effizienter werden in eurem Gameplay und dazu zusätzliche Dinge tun. Ihr müsst Bäume zusammenschneiden, ihr müsst mehr Platz schaffen, müsst Felder kombinieren. Und so könnt ihr auch die Feldformen anpassen. Und dann kann der Helfer euch eine gute Hilfe sein. Ihr seid derjenige, der bestimmt, was er macht und wo er es macht. Ihr habt definiert, wie die Feldformen aussehen und könnt damit effizient arbeiten. Wenn ihr die Karte erkundet und bis in die Ecken geht, dann seht ihr, dass in allen vier Ecken Farmen gebaut sind. Und diese Farmen könnt ihr im Mehrspielermodus verwenden. Diese Bereiche finden sich eben in den Ecken. Sie haben das gleiche Layout-Konzept wie die Starterfarm. Kleine Felder am Anfang. Die umliegenden Felder bieten ein ideales Startgebiet und Möglichkeiten, später zu expandieren. Zum Rand der Karte befinden sich noch Gebäude, die aber nur zur Illustration für den Singleplayer-Modus dienen. Ihr könnt natürlich eure eigenen Farmen aufbauen und dann in die Mitte expandieren. Generell wollen wir euch eine höhere Komplexität der Architektur bereitstellen. Mehr Details, mehr Schichtungen, mehr Layer, sodass das Ganze viel glaubhafter und plausibler wird. Und denkt mal an die Fahrzeuge, die werden auch immer detaillierter. Und so müssen beide Dinge zusammenwachsen. Die Welt muss detaillierter werden, so wie die Fahrzeuge es sind. Jetzt genug gefachsimpelt. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz besondere Orte, meine speziellen Favoriten.